Und zwar geht es heute um ein kleines Tutorial. Ich habe gestern habe ich mal was ausprobiert. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Das ist hier so eine Perlenblume. Mit so kleinen Strasssteinchen. Ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar braucht ihr eine Nadel und einen Faden. Ich habe hier schon ein paar Perlen vorbereitet, die ich benutze. Ich fange da mal an. So, das sollte nicht passieren. Mir flutscht immer der Faden aus der Nadel. Was soll denn das hier? So, nochmal. Erste. Also 5 Stück braucht ihr. Die zweite. Dann die dritte. Die vier. Und die fünf. So. Dann macht ihr die Nadel wieder raus. So. Die wollen halt irgendwie nicht, keine Ahnung. So. Dann macht ihr einen Knoten drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So. Am besten 2, 3 Knoten, damit das nicht mehr aufgeht. Na. Und noch einer. Sicher ist sicher. So. Dann tut ihr das abschneiden. So, weg damit. Dann hätten wir mal schon mal das Grundgerüst. So. Dann habe ich mir hier so Platten, runde Platten geholt. Die werde ich dann auch zurechtschneiden. Im Rundschneiden bin ich nicht so gut, wie man sieht. Egal. So, und dann kommt das da drauf geklebt. Das machen wir mal gerade. Also ich verwende Flüssigkleber. Ich habe das schon mit der Klebepistole probiert, aber da geht das wieder ab. Keine Ahnung warum. So. Wird das hier drauf geklebt. Das dauert aber, bis es trocken ist. So. Dann kommt in die Mitte noch eine Perle. Könnt ihr gut sehen. Also ich sehe alles verschwommen, keine Ahnung warum. So. Ja. Das klebt jetzt natürlich auf der Unterlage noch fest, wegen dem Loch. Muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber es funktioniert. So, und hierfür habe ich da für die gelben Steinchen habe ich mir so Gutüre geholt. Diese hier. Und da reichen schon 2 Stück. Reichen. Aber das könnt ihr bestimmt selber. Muss ich jetzt nicht auch noch zeigen. Habe ich mir jetzt mal gedacht.
weil das dauert ziemlich lange, bis das klebt und hält. So, ich würde sagen, ich mache dann noch eins mit euch. Den Faden und die Nadel. Ich ja nicht so schnell wäre. Mensch. So. So, und jetzt habe ich mir hier grüne Perlen rausgesucht. Wieder 5 Stück. So. 5 Stück. Ziehe ich die Nadel wieder raus. Und mache dann wieder einen Knoten drauf. So, das ist ganz einfach. So, dann wieder abschneiden. Kann ruhig der Faden ein bisschen rausgucken, das ist egal. Da kommt ja sowieso noch diese Glitzersteine drüber. Dann schneide ich mir das wieder zurecht. So, dann wieder Flüssigkleber. Ich habe hier den vom Action, der Alleskleber. Der klebt eigentlich ganz gut, wie ich finde. Wieder drauf. So. Dann habe ich mir die kleine für in die Mitte nach rausgesucht. So, die kommt in die Mitte. Und dann einfach reindrücken. Ja, die ist auch fertig. Geht eigentlich relativ schnell. Nur das Trocknen, das dauert halt. So. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich habe mir gedacht, hier draus könnte man vielleicht auch Ohrringe machen. Oder so, um irgendwelche Sachen zu verschönern, draufkleben. Ja. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, das kann man auch mit großen Perlen machen. Ist allerdings noch nicht fertig. Da müssen noch die Steinchen drauf. Und das. Und das habe ich noch gemacht. Und dieses. Ja, die muss ich noch alle fertig machen. Und dann habe ich hier so Klammern verschönert. Sieht auch ganz schön aus. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Tutorial. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Über Kommentare freue ich mich immer.
und über ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Video.